So, hallo, wir machen weiter bei Things. Und letztes Mal haben wir uns das, ja, wir haben den Hack angefangen und haben schon mal festgestellt, dass er viele coole Neuerungen hat, wie zum Beispiel, dass man sofort wieder startet, wenn man stirbt und so weiter und so fort. Schaut euch einfach den ersten Part an. Ich war schon sehr begeistert. Noch ist der erste Part nicht draußen. Ich nehme jetzt gerade in der Nacht vorher auf. Ja, doch, haut hin. Deswegen, falls da irgendwelche Kommentare waren, kann ich noch nicht drauf eingehen. Im nächsten Part dann aber ziemlich sicher. Also ich nehme jetzt wieder genau einen Part auf, dass ich morgen nicht irgendwann nicht dazu komme oder so. Gut, wir sind im Pokémon-Level und haben da schon den ersten Teil bis zum Midway ohne Save-States geschafft, möchte ich betonen. Ich habe zwar hier welche gesetzt, aber ich musste sie nicht nutzen, weil ich dann gesehen habe, okay, es ist gar nicht so weit zum Midway und dann haben wir das auch geschafft. Ich bin gespannt, ob wir den zweiten Teil auch ohne Save-States schaffen. Ich bin noch motiviert, aber ihr kennt mich, ab irgendeiner Stelle kann es natürlich passieren, dass ich dann doch mal zum Saveset greife. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht. Die ist halt, teilweise ist sie sowieso von sich aus lauter. Und teilweise ist sie halt etwas leiser. Aber wir gucken mal, ne? So einigermaßen okay war es auf jeden Fall. Das denke ich mal, war okay. So, da muss ich den fangen und dann, okay, dann darüber. Okay. Aber das ist ein Fisch, oder? Kann ich auf den... Ach doch, auf den müsste ich springen können. Aber wird er nicht dann... Doch, okay, kann ich drauf springen. Ah, und da hätte ich jetzt Yoshi. Okay, den Fisch muss ich dann Yoshi füttern. I see. Okay, okay. Kriegen wir hin? Ups. Kriegen wir hin. Nein, ich hätte ihn auf... Okay. Okay, aber der Anfang ist okay. Der Anfang ist machbar. So. Dann den da. Und dann noch auf Yoshi drauf. Okay. Mhm. Ich denke, da kommen wir... Ich glaube, ich bin auch... Ja, okay. Ungefähr so. Ungefähr so. Jetzt hätte Yoshi den essen müssen. Ich glaube, ich habe mein Mikro mal ein bisschen zu nah am Dings. Aber hier ist mir auch aufgefallen, dass ich doch ziemlich dominant laut bin. Ich denke aber, wenn ich es ein bisschen vom Mikro, vom Mund einfach wegnehme, müsste das passen. Weil die Einstellung ist das Mikrofon, in der Einstellung ist es eigentlich gar nicht so stark aufgedreht, also, ja. Wir gucken mal, ne? Ich bin halt sowieso, also ich bin kein... habt ihr mittlerweile festgestellt, dass ich kein professioneller Aufnehmer bin. Ich nehme halt einfach auf und spiele. So, das war's. Ich verdiene ja auch nicht mein Geld mit dem Zeug hier. So. Würde ich auch, also würde ich auch gar nicht wollen. Nee. Nee. Mhm. Macht einfach Spaß. Es macht einfach... Achso, warte mal. Kann ich, soll ich... Nee, ich... Ich denke halt, ich muss die zweite Plattform lassen, weil ich sonst mit Yoshi wieder nicht wegkomme, ne? Aber die Frage ist, vielleicht brauche ich Yoshi nur für einen einzigen Sprung und die zweite Plattform darf weg. Weil ich habe das... Also ich soll es mal einfach ausprobieren. Weil ich habe das Gefühl, die Zeit reicht nicht, um nur mit einer Plattform Yoshi groß zu bekommen. Also ich denke, ich muss die zweite auch nutzen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Oh, das war doof. Ach Mist. Nein! Na, weil ich muss... Ja, ich denke schon. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte jetzt mal gucken, ob ich es hinkriege, dass die Plattform wiederkommt. Indem ich hier mal ein bisschen weggehe und dann wieder hingehe und dann müsste die wieder da. Okay, perfekt. Aber ich muss so oder so den Yoshi-Sprung machen. Ja, buh, okay, dann dahin. Dann hätte ich jetzt das Ding fangen müssen. Ja, okay. Das muss ich erstmal verstehen, was da dann kommt.
Aber dann hat es schon gepasst. Dann kann ich einfach so runterspringen. Chillig. Ja, dann kann ich einfach da runterspringen, dann hat es gepasst. Dann war meine Sorge unbegründet. Okay, das hätte ich jetzt fangen müssen und dann da wieder loslassen wahrscheinlich. Damit ich dann hier drauf kann. Okay. Verstanden. Mist! Ja, ich habe es im letzten Part schon gesagt. Ich hoffe, ihr habt einfach, also ihr gebt mir die Möglichkeit, geduldig zu sein, indem ihr auch ein bisschen geduldig seid und nicht gleich durchdreht, wenn ich etwas länger brauche, weil ich versuche, ohne Safe States zu spielen. Aber der Hack hat einfach, also der Hack hat so einen schönen Vibe, dass ich den möglichst selten mit Safe States kaputt machen möchte. Zumindest bisher. Also vielleicht ändert sich das ja noch, ne? Wenn es dann viel schwieriger wird und... Oh, die Maus ist im... Nee, hä? Doch, die Maus war eine Zeit... Sie war mal... Geht die weg automatisch? Die geht weg automatisch. Oh, das ist voll gut. Selbst wenn ich mal vergesse, die drauf zu lassen. Die verschwindet. Okay, das ist praktisch. Dann kann ich die das sogar da lassen. Ich bin nur gerade an sie gekommen und deswegen ist sie aufgetaucht. Ja, ich schieb sie mal raus. So. Aber das ist voll gut zu wissen, dass die von selbst einen Abflug macht. Wenn hier, ne? Weißt du schon. Das ist voll gut zu wissen. So, jetzt muss ich gucken. Also dich, dann du wieder dahin und dann fällt die da runter. Okay, und dann kann ich die dann nämlich mitnehmen. So. Zack. Mist, ich hab wieder in die falsche Richtung. Und wie geht's dann weiter? Ja, ich sehe es leider noch nicht. Ich sehe es leider noch nicht. Und wir haben den Mond auch noch nicht gefunden in der Stage, ne? Oh, oh, ich hoffe, der kommt noch. Oh, das wird jetzt natürlich auch dann so eine interessante Geschichte, dass ich, bis ich den Mond gefunden habe, nie weiß, habe ich ihn schon verpasst oder kommt er noch? So hätte ich vielleicht in eine Röhre gehen können irgendwo, aber ich glaube, da waren überall Mancha drauf, ne? Waren da überall Mancha? Vielleicht kann ich mit Yoshi... Könnte es sein, dass ich mit Yoshi zurück kann? Denn es ist möglich. Kann man mit Yoshi vielleicht einen Mond holen? Also, ich denke, das wäre was, wofür ich dann Safe States nutzen würde. Sollten wir ein Level öfter spielen müssen, um den Mond zu holen, weil ich ihn halt verpasst habe oder so. Ich glaube, den würde ich dann mit Safe States machen. So, wenn ich das Level schon mal geschafft habe, ne, und dann... Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe ihn bisher tatsächlich nicht gesehen. Ich gehe jetzt mal nicht mit Yoshi zurück. Wir machen das erst, wenn wir den Mond nichts anderweitig finden sollten. Weil es ist ja noch gar nicht gesagt, dass er da ist, wo ich gedacht habe. Oh, das ist ganz schön langsam, das Ding. Da kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich dachte, ich muss mich da übelst beeilen, aber das war gar nicht so gut. Ich hätte da mehr Zeit lassen können. Na, bevor ich die Plattform runterlasse, kann ich ein bisschen warten. Okay. Das war schon wieder zu... Nein! Ah, verfehlt. Ah, ärgerliche Momente. Oh, oh. Ja, das war auch ärgerlich. Aber wir kommen der Sache näher. Also zumindest die Stelle werden wir bald schaffen. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Yes! Oh, da hätte ich jetzt... Oh, nee. Okay, ich muss so auf Shiggy springen, dass die Shell von Shiggy nach rechts geht, sodass ich die dann mit dem Pokéball wahrscheinlich schnappen... Quatsch, die Shell, nicht die Shell. Shiggy selbst muss nach rechts gehen und dann... Genau so. Und dann kann ich mir da nämlich Shiggy schnappen. Also den Shiggy ohne Shell. Und dann läuft das. Verstanden.
Die könnte ein bisschen zu hoch sein. Ja! Shit. So. Okay. Die sollte passen. Wenn ich jetzt nicht... Nani! Oh, wie kann ich das denn verfehlen? Ich ärgere mich genauso, wie ihr euch jetzt ärgert beim Zuschauen. Glaubt's mir. Das sollte man eigentlich nicht verfehlen. Also das ist schon... Das ist schon... Ne? Das muss nicht sein. Nein! Verfehlt. Aber wieso verfehle ich denn die Fledermaus jetzt zweimal? Ach, jetzt habe ich gepennt. Ah, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Nein! Okay. So, jetzt ist er auf einer guten Höhe. Jawohl. 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 Oh mein Gott, da ist das Ziel. Okay, wir haben den Mond nicht. Hallo, Visor. Ha. Oder ist das Visenior? Nee, Visenior ist... Oder? Ich weiß es nicht. Aber wir haben den Mond nicht gefunden. Das ist jetzt ärgerlich. Gab es irgendwo eine Röhre, wo ich reingekonnt hätte? Bisher sehe ich keine. Es muss irgendwo eine Röhre geben. Vielleicht muss ich doch mit dem Yoshi zurück. Okay, da werden wir jetzt mal mit Save States hinspielen. Weil, das haben wir jetzt ja schon gespielt. Da werde ich jetzt, dass es schneller geht. Versuchen, mit Save States zu arbeiten. Bisher wüsste ich nicht. Hey, und jetzt bin ich schon hier. Da oben. Da oben. Da oben, wo der Chuck herkommt, vielleicht. Vielleicht da oben, wo der Chuck herkommt. Da könnte ich hochkommen. Das muss ich mal ausprobieren. Hm. Aber ich glaube fast, ich denke nicht, oder? Ja, man könnte schon hochkommen. Aber, es ist halt so ein... Wenn ich jetzt bedenke, man spielt ja eigentlich ohne States, ist es eigentlich kein so schöner Sprung. Wartet mal, ich probiere mal was. Ich könnte ihn ja fangen... Dann hier draufsetzen. Aber das wäre eine Idee, dass halt da oben was ist. Das wäre was ich mir vorstellen könnte. Ah, fast. Ah, fast. Hä? Okay. What? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Blöcke einfach, dass der Chuck noch nicht losgeht. Ich glaube, das hat mit mir nicht viel zu tun. Okay, Dann scheint aber bis hierher nichts gewesen zu sein. Mist, wo ist der Mond? Dann probieren wir jetzt trotzdem mit Yoshi zurückzugehen, weil das scheint mir möglich zu sein. Vielleicht kann ich irgendwas tun. K.
Okay, ich sehe schon, die Mondsuche wird interessant. Weil wenn man es halt überhaupt nicht weiß und doch ein paar mehr Möglichkeiten hat, so. So. Also ich meine, nach da war ja wirklich... Nee, da war, also da war ja echt fast nichts mehr möglich. Ich kann auf der Röhre stehen? Wieso kann ich gerade auf der Röhre stehen? Okay, das war weird. Ich kann halt mit Yoshi zurück. Und allein, dass das möglich ist, gibt mir schon irgendwie so Vibes, dass ich damit irgendwas tun könnte. Vielleicht. Gut, ich meine, jetzt hätte ich mit Yoshi auch hier hochgekonnt. Na? Aber ich denke, so offscreen den Mond verstecken wäre jetzt auch weird. Aber jetzt ist vorbei. Ja, hier ist vorbei. Ha. Scheiße. Ich habe keinen Mond gesehen. Habt ihr einen Mond gesehen irgendwo? Vielleicht gibt es auch einen. Gibt es in jedem Level einen Mond oder einen. Oh, hier oben vielleicht. Ja, da kann ich auch nicht hoch. Es wäre halt komisch, wenn das so einfach offscreen irgendwo weg wäre. Ich glaube, die Mondsuche... Ich glaube, das müssen wir irgendwie anders regeln, weil damit will ich eigentlich nicht Partzeit verschwenden. Weil das ist halt was, wo ich einfach... Da könnte ich ewig jetzt sitzen und den nicht finden. Und dann haben wir Zeit verschwendet, ne? Ich wüsste nicht, wo der hier... Geh noch mal in die Richtung weiter. Scheiße. Aber da war ja auch nichts mehr, oder? Oder habe ich wirklich kurz vor Schluss was verpasst? Ah, das war blöd. Ist witzig, jetzt wo man es fast nicht sieht, das Viech, da treffe ich es dann plötzlich öfter, ne? Also, naja, gut. Lol. Ach, komm! Nein! Würdest du bitte nach rechts aus deiner Shell gehen? Danke. Aber hier ist halt Schluss. Kann ich irgendwie scrollen? Kann ich dafür sorgen, dass die V-Senior hierher kommen? Vielleicht kann ich mit denen noch irgendwas machen, aber scheinbar nicht, ne? Nee. Wir haben auch keinen Mond gesehen. Ich denke, die sind nur Deko. Die sind nur Deko. Sehe ich irgendwie, ob es einen Mond in den Leveln gibt? Ist vielleicht, wenn es einen Mond gibt, ist dann da so ein Symbol ausgegraut? Nee, dann gäbe es hier überall keinen Mond. Das wäre komisch. Nee, dann gäbe es überall keinen Mond. Nee, 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 nee. Niemals. Nee, nee, so ist das nicht. So ist das nicht. Der taucht auf und so, aber ansonsten... Ja, verdammt! Aber wo soll der sein? Wo könnte ich ihn noch hin am Anfang? Also hier ist ja effektiv nichts. Nee. Das, also, mir gehen gerade ganz wirde Ideen durch den Kopf, aber das ist alles... Und wie gesagt, wenn Yoshi hier sein würde, ja auch nichts. Aber alle Röhren sind mit manchen versehen. Oh, warte mal, vielleicht hier runter? Nee.
Aber da ist ja dann schon die Pflanze und dann ist er schon vorbei. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Mond ist. Müssen wir wann anders machen. Ich will mich nicht mit dem Mond jetzt ewig aufhalten. Ich denke, sowas dürft ihr mir gerne mitteilen, wenn ihr wüsstet, wo der Mond sein könnte. Oder wenn ihr ihn gesehen habt vielleicht sogar. Dürft ihr mir das gerne mitteilen. Ich habe jetzt geguckt, ihr habt es gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ein Mond sein soll. Okay, dann gehen wir doch mal nach da. Double O Boon. Okay, mal gucken, was das ist. Aua. Oh, da muss ich schnell sein, oder wie? Okay. Oh, da muss ich aber sehr schnell sein. Ah, okay, okay, okay. Ektische... Ups, wollte nicht den State laden. Ektische Level sind natürlich voll mein Ding, aber kriegen wir hin. Yo! Ach, ich springe nochmal zu hoch. Boah. Okay. Nein! Nee, es muss schon am Anfang einen richtigen Sprung machen. Ich habe überlegt, ob ich einen Spin-Jump mache, weil der ein bisschen kürzer ist, aber ich muss schon einen richtigen Sprung machen. Mist! Okay. Wir gucken mal, wie weit wir das hinkriegen. Okay. Die Frage ist halt immer, wie lange, also wann hat man endlich eine, wann hat man so eine Ruhephase? Oh, Junge, 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 Junge. Okay. Oh, das ist aber voll cool gebaut, ne? Mist. Okay, sehr gut. Jetzt läuft's wieder. So, ich muss darüber. Und dann hier unten durch. Okay. Jetzt hier wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ich muss wirklich die ganze Zeit schnell sein. Ich darf nirgends anhalten. Zu langsam. Schon zu langsam. Ah, das ist cool. Okay, jetzt rüber. Ah. Nein, Mist. Oh, Junge. Boah. Oh, das war ein guter Start. Ja, das war ein schlechter eine schlechte Weiterführung. Guter Start. Ja. Ja. Ja, das sieht doch bisher ganz gut aus. Nein, da bin ich zu weit nach links, rechts am Anfang. Nein! Ah, Mist. Aber wir werden mit jedem Mal besser. So, das ist halt... Das ist halt das Ding. Oh, da muss man ganz knapp rüber. Aber ich glaube, es ist egal, wie schnell man am Anfang ist. Ich glaube, da... Das geht immer nur um den Moment selbst. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt beeile, hat es noch keinen Einfluss auf das Ding da drüben. Ja, ich glaube, die Timer sind anders. Also ich glaube, die funktionieren anders. Dass, wenn ich mich nähere, dann kommen die sozusagen. Und dann muss ich für den Moment an der Stelle schnell sein. Aber ich glaube, wenn ich am Anfang schneller bin, habe ich trotzdem keinen Vorteil hier. Das meine ich. Mist. Ah, ich war unsicher, ob da noch so ein Ding kommt. Okay. Oh, da war ich richtig langsam. Na, genau. Seht ihr das? Das geht immer zur gleichen Zeit los, egal was ich vorher mache. Yo, wie komme ich denn darüber? Ups.
Nein! Wie, okay, wie komme ich... Ich bin noch überfragt, wie ich darüber komme. Ja, weil, genau, also wenn ich zu hoch laufe, dann gehe ich in die Stacheln. Wahrscheinlich muss ich wirklich ganz knapp abspringen da oben. Oh, Bruder! Und dann muss ich die ganz schnell mitnehmen. Uiuiuiui. Uiuiuiui, das wird stressig. Mist. Aber ich werde jetzt gleich mal meine Theorie testen. Dass die nicht alle einen globalen Timer haben, sondern erst, wenn ich in die Nähe komme. So, ich warte jetzt mal hier ein bisschen. Und theoretisch dürfte jetzt da drüben noch nichts passiert sein. Und jetzt laufen wir dahin. Genau. Das meinte ich. Also die sind nicht global gesetzt, die Timer, sondern wenn ich in die Nähe komme, gehen die sozusagen los. Das heißt, ich muss mich nicht vorher jetzt hier schon mega beeilen, damit ich nachher die hintere Stelle schaffe, sondern die sind alle unabhängig voneinander. Nein! Oha! Das ist neu gewesen. Was ist da eigentlich drin? Ja, okay. War schon mal kein Mond. Bin schon wieder am überlegen, ob ich nicht schon vielleicht Monde verpasse. Aber da oben kann auch kein... Ich weiß nicht, wo... Also, ich glaube, bisher kann ich nicht am Mond vorbei sein. Ich weiß es nicht. Ich hätte ne... Na... Bei der Stachel, wo man hochrennt, ob man da oben vielleicht doch irgendwie hin kann, weiß ich nicht. Denke nicht. Denke nicht. Ich glaube, mit den Monden befassen wir uns wirklich, wenn wir das Level geschafft haben, sollten wir halt nicht über ihm irgendwie über den Weg explizit laufen. Ne? Ach Mist. Ach Mist. Ich denke, das ist das Schlauste. Hat man jetzt gerade beim Pokémon-Level gesehen, so, da suche ich dann halt ewig den Mond und finde ihn nicht und dann haben wir Zeit verschwendet. Ist irgendwie nicht so das Wahre. Nein, das muss ich mitnehmen. Nein, da, aber es ist fast ärgerlich, dass man sich keinen Vorteil erspielen kann, dadurch, dass man am Anfang schneller ist. So, jetzt warten wir mal. Ich wollte nicht bis da rein. Ah, ja. Okay. Ganz links ist das Ding, da darf ich nicht. Ich wollte mich so ein bisschen anlehnen und dann das Anlauf nehmen. Nee, ist nicht gut. Ich muss... Ich denke, ich muss mit der Geschwindigkeit, die ich sowieso beim vom Hochrennen habe, ich denke, die Geschwindigkeit muss ich eh beibehalten. Sonst haut es bestimmt nicht hin, die Blöcke aufzumachen passend. Nein! Käse. So.
Nein, zu bald! Okay, ich muss auch aufpassen, dass ich den nicht zu bald in die Hand nehme. Uiuiuiui. Das ist eine Stelle. Nein! Ah. Oh, das war knapp. Ja. Dafür bin ich dann in die Stacheln reingerattert. Nimm ihn doch mit! Boon wollte ihn nicht mitnehmen! Jetzt aber. Whoop! Okay. Arscht. Der war knapp. Den haben wir erwischt. Nein! Oh Mann! Oh, das wird. Da rechtzeitig die Taste drücken und nicht zu. Also nicht zu bald und nicht zu spät. Ah, das wird nervig. Das wird eine nervige Stelle. Ja, und dann den nächsten. Okay, aber es sind nur zwei. Es sind nur zwei, die ich mitnehmen muss. Okay. So. Oh, das war knapp. Okay. Nein, habe ich gemerkt, dass das nichts wird. Ach, Mann, ich laufe immer gleich nach rechts. Muss springen am Anfang. Nein! Ah. Ach, komm schon. Ich bin auch gerade noch immer gedanklich im Überlegen, wo im Pokémon-Level ein Mond sein kann, ne? Also ich bin ja der Meinung, wir haben alle Möglichkeiten so ein bisschen schon ausgekundschaftet, an die ich spontan denke, komm, an die ich spontan denke, dass ich rankommen könnte. Hm. Ich wüsste nicht. Nein, es hatte den wieder nicht mitgenommen. Ich wüsste nicht, wo da noch ein Mond sein soll. Durch eine Röhre kommen wir nicht. Die sind alle mit Mannschaften versehen. So. Höchstens, dass ich vielleicht die grüne Shell irgendwie, dass ich mit der irgendwo einen Shell-Jump machen kann nach oben. Dass ich den praktisch ganz anders loslasse, die Shell. Anders als es gedacht ist. Vielleicht irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe halt auch nichts gesehen, also es wäre halt so wirklich so komplett random einfach, wenn er plötzlich so in der Luft wäre. Also gesehen habe ich keinen Mond. Ach Mist. Das ist schon weird. Also ich denke, es ist irgendwas mit dem Yoshi. Das ist so meine Vermutung. Aber ich weiß. Ich weiß es nicht. Mist. Ach, Mist. Ah, nee. Manu. Ach Mist. Nö, was? Das hat mich ein bisschen erschreckt. Was sagt man, erschrocken? Das hat mich erschrocken. Nee, passt schon. Irgendwie klingt beides richtig. Nein, er hat mich. Nimm ihn doch mit, Mann. Ist doch nicht so viel verlangt. Nein, jetzt bin ich wieder zu weit nach rechts.
Mann! Ich springe immer zu bald. Ich merk's in dem Moment, wo ich springe. Weil ich zu ungeduldig bin. Nein, was? War das denn wieder? Das war knapp. Kriegen wir den ja wohl? Nein, Mann. Entweder ich springe zu spät oder gar nicht. Oh, das ist doch... Ich will wenigstens zum Midway Point kommen. Nein! Ich dachte, ich komme rüber. Ich war überzeugt, dass es funktioniert. Stellte sich raus. Es funktioniert nicht. Entschuldigung. Und jetzt? Nein, in die andere Richtung! Nein! Okay, Progress. Progress. Das war Progress. Nein, nimm ihn mit! Okay, dann muss ich, wenn ich da runterfalle, sofort in die andere Richtung. Oh Gott, das wird interessant. Rüber! Runter! Und jetzt keine Ahnung wohin. Hier hoch. Midway Point! Oh yes! Okay. Wäre da drüben irgendwas gewesen, ist die Frage. Aber ich komme eh nicht mehr hin. Junge. Puh. Okay, dann geht es dahin. Dann muss ich da hoch. Sheesh. Ah, ich muss mit dem Block den stoppen, wa? Kam da eine Coin Snake raus? Die muss ich aber hoffentlich nur auslösen. Oh, ich habe eine Idee für den Mond. Ich habe eine Idee für den Mond. Schade. Und jetzt? Ah, jetzt hat er... Okay, der hat dann da gestoppt. Das passt also tatsächlich. Die soll nur auslösen. Ich muss die nicht steuern. Gut. Okay, dann muss ich da hochspringen. Okay. So weit, so gut. Oh, ich habe den nicht erwischt. Okay. Na, das geht ja soweit. Dann hier hoch, dann darüber, dann. Dann ist dann Yoshi, okay. Ja. Die Frage ist, kann ich da dann langsam hin oder muss ich da also auch dann mich beeilen? Oder habe ich da dann erstmal Verschnaufpause? Ich würde vermuten, ich habe keine Verschnaufpause. Ja, okay. Wie mache ich da weiter? Wie mache ich da weiter? Ah, ich habe den P-Switch nicht mit... den blauen Block nicht mitgenommen. Mist. Aber
Aber wenn ich mit Yoshi da unten bin... Oh, shit. Aber wenn ich mit Yoshi da unten bin... Also, wo soll ich denn dann... Alter, ich... Ich habe keine Zeit, um nachzudenken. Ich meine, wir haben den P-Switch gesehen, dann drücken wir den halt ganz schnell. Ich habe halt, ich weiß nur nicht, wie ich mit Yoshi wieder hoch soll dann. Vielleicht soll der aber auch was ganz anderes. Vielleicht soll der gar nicht groß werden. Vielleicht ist der einfach... Ja, für irgendeine andere... Ah, hier kann ich den reinschmeißen. Verstanden. Ich soll den nur werfen. Dann hätte es einen Schlüssel aber auch getan. Oh, ich habe den Block nicht getroffen. Okay. Wisst ihr, welche Musik hier auch super gepasst hätte? Die aus dem... Ich soll jetzt nicht labern. Oh! Okay. Es gab so eine Mega Man Stage, da kamen auch so Laser von überall. Ich weiß gerade nicht, welches Mega Man und wie der Typ hieß, aber da gab's so. War das? Nee, der hieß nicht Lightman. Wie hieß der denn? Flashman? Hieß der Flashman? Scheiße, zu langsam, okay. Ich glaube, der hieß Flashman. Also es gibt auf jeden Fall einen Flashman, aber ich weiß nicht, ob das dem seine Stage war. Na, aber da kamen auch so Laser von überall her. Die Musik hätte hier auch super gepasst. Passt sogar besser, würde ich sagen. Aber was soll's. Nein! Ach, ich... Nein! Nein! Scheiße. Kann ich da noch hochlaufen? Ja, nee. Keine Chance. Schade. Mist. Hui! Nein, Yoshi, du musst da oben reinfallen. Ja. Mist. Boah, meine Augen fallen schon wieder langsam zu. Aber die Stage will ich jetzt noch abschließen. Ich glaube nämlich, viel ist da nicht mehr, was wir gesehen haben. Also ich glaube, was wir... So, mein Gefühl sagt mir, das, was wir gesehen haben, könnte so das Finale gewesen sein dann. Am Schluss da. Oh, ich habe wieder nicht getroffen. Mist. Nein, nimm ihn doch mit! Aber dann haben wir wieder keinen Mond gefunden, ne? Ach, Mann! Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie ich da springen muss. So ein ganz kleiner Sprung, genauso. Nein! Manu. Ich habe den Blocken.
Ach, komm schon. Ich wüsste nicht, wo bisher ein Mond hätte sein sollen. Oh, ich sehe schon, die Monde werden hier mein... mein Ablenkungsproblem. Nein! Das ist doch Kacke. Jetzt habe ich mal wieder getroffen. Nein, ich bin in die Stachel. Oh. Zu weit nach links gelehnt. Zu weit nach links gelehnt. Gott. Hä? Yo! Das hat gelaggt. Da kann ich nichts dafür. Das hat, haben alle gesehen. Aber ich hoffe, solche Lags passieren nicht, wenn es mal drauf ankommt. Das wäre ärgerlich. Wo auch immer das jetzt herkam. Nein, Mann. Oh, ich bin gleich bei 50 Minuten. Will nicht, dass das eine Stunde wird. Gut. Ab nach oben. Oh, das war knapp. Soll's nicht da reinlaufen? Hier reinlaufen? Hier aufmachen? Hier hoch! Das sah halt super wieder nach Finale aus, ne? Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Auch von der Länge her. Das ist so, ungefähr ist es die Länge, wie lang so die Level hier sind. Ungefähr. Aber dann haben wir den Mond wieder verpasst. Gibt's doch nicht. Wo sollte denn sein? Scheiße. Scheiben, Honig. Ich kann es nicht. Nee, kann ich nicht retten. Ich muss den Yoshi in dem Moment da reinwerfen. Der ist ja dafür da, dass er den Laser aufhält. Oder was auch immer das darstellen soll. Gut. 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 Und da muss ich da ganz schnell nach oben springen irgendwie. Uiuiuiuiui. Gut. Yes! Und jetzt? Nein! Oh! Okay. Okay. Oh! Okay, und dann kommen da noch mehr so Dinger. Also auf jeden Fall direkt weiterlaufen. Nicht anhalten. Direkt weiter. Immer weiter, immer fort. Nein, Mann. Oh, ich schmeiß den mal in die Wand rein. Das gibt's doch nicht. Grrr.
What? Puh. Weiter, 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 weiter. Lauf! Wohin? Da ist der Mond! Okay, wir haben den Mond gefunden. Der war jetzt nicht so schwierig. Da ist wahrscheinlich schwierig, an den Rand zu kommen und zu überleben. Oh je. Okay, aber wir haben den Mond gefunden. Aber ist der Mond nicht so... Einmal eingesammelt, behält man den? Also, könnte ich jetzt nicht einfach sozusagen, wenn es nicht hinhaut, halt mein Leben opfern und hab den trotzdem? Also, ich hole ihn auf jeden Fall, meine ich damit. Schon, ne? Oder ist es hier so, dass man den Mond erst behält, wenn man das Level geschafft hat? Könnte natürlich auch sein. Ich meine, so viel wie die hier rumgecodet haben, wäre das dann mit Sicherheit möglich, das zu programmieren, dass der Mond eben nicht... als eingesammelt gezählt, wenn man ihn einmal hat. Oh, das ist so nervig, dieses Yoshi vernünftig zu werfen. Was war das denn? Mann! Nein, hör auf, da dran zu sterben! So, nimm den Block mit. Danke. Spring vernünftig. Oh, das war knapp. Okay, es geht sogar. Oh mein Gott. Jetzt haben wir leider nicht rausgefunden, ob der jetzt zählt oder nicht zählt, wenn ich gestorben wäre, aber wir haben ihn. Dann können wir uns sogar noch kurz das dritte Secret angucken vom Mond. Ist doch auch schön. Machen wir das doch fix. So. Also, das haben wir gelesen. Pay attention to which levels you have obtained moons from. Ja, wirklich. Danke für den Tipp. Super Tipp. Okay. Gut. Ja, und hier weiß ich leider nicht, wo er ist. Schwierig. Schwieriger Hase. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft. Nächstes Mal dann gehen wir hier, denke ich, einfach weiter. Ja, machen wir so die Richtung Janky Bridge und dann gehen wir mal darunter. Die Reihenfolge können wir ja vollkommen selbst bestimmen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.